Ja, ich bin heute hier am Hasso-Plattner-Institut, weil hier die Schulcloud entwickelt wird. Also die Möglichkeit, digitale Inhalte in ganz Deutschland abzurufen. Es hört sich so einfach an, aber der Teufel steckt im Detail. Wir haben einen hohen Datenschutz, wir haben viele Fragestellungen, wie man das im Detail überhaupt regeln kann. Und darum wird sich hier gekümmert. Schulcloud ist eine Arbeitsumgebung für Schüler und Lehrer, die es möglich macht, sicher, datenschutzkonform auf Lernsoftware unterschiedlichster Couleur zuzugreifen, eigene Daten abzulegen. Das MINT-EC-Schulnetzwerk bietet verschiedene AGs an, in denen wir als Schule mitarbeiten können. Wir können aktiv mitgestalten. Das HPI kommt dann auch gleichzeitig auf uns zu und fragt uns, was möchtet ihr als Schule gerne in der Cloud haben? Ich kann meinen Schülern Materialien zur Verfügung stellen über die Schulcloud. Ich kann ihnen Aufgaben geben, die sie auch in der Schulcloud lösen. Und ich kann dann von zu Hause darauf zugreifen. Darüber hinaus kann ich mit einfachen Schritten meinen Kollegen meine Materialien zur Verfügung stellen. Und auch Schüler können ganz einfach auf die Materialien wieder zugreifen. Also für die Schüler ist dieser Umgang mit der Schulcloud sinnfällig und zunächst nichts Spektakuläres. Das Spektakuläre vollzieht sich natürlich in den Lernvorgängen. Am Ende ist natürlich ein individuelles Lernen möglich und das ist sozusagen etwas, wo wir glauben, dass es zeitgemäß ist. Jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus, auch die Schüler in dieser Zeit, und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung, unsere jungen Leute auf eine Welt vorzubereiten mit Digitalisierung. Die Schulcloud bietet diese Möglichkeit, dass digitale Transformation der deutschen Schulen stattfinden kann. Wir sind damit immer noch kein Vorreiter in der Welt, aber wir schließen auf zu denjenigen, die das schon heute haben. Ich glaube, der Kern ist, dass wir die Möglichkeit haben, wesentlich individueller auf Stärken und Schwächen der jungen Menschen einzugehen und damit ihnen vielleicht auch noch mehr Freude am Lernen zu ermöglichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Schulcloud jetzt möglichst schnell wirklich auch starten kann. Die Kinder nutzen selbstverständlich diese interaktiven Möglichkeiten heute in allen anderen Bereichen, und deswegen möchte ich es auch gerne in die Schule haben.